Und damit seid gerüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Enkeldorn zu einem neuen Part. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier in der Arena Nummer 8 und stehen direkt vor der Arena-Leiterin Nummer 8. Ich habe so dermaßen keinen Bock auf diesen Part. Ich hasse Arena-Leiterkämpfe, das ist einfach, es macht mir keinen Spaß. Es ist so zäh. Vor allem, weil ich weiß, dass ich das nochmal versuchen muss und dass ich erst beim dritten Versuch das wahrscheinlich schaffe. Ach Mensch, naja, aber irgendwann muss es gemacht werden. Irgendwann müssen wir da durch. Also, ja, los geht's. Sprechen wir sie an. Hallo, ich bin die mega starke Arena-Leiterin Lilia. Sag schon, mit welchen Pokémon trittst du an und welchen und wie lässt du sie kämpfen? Das werde ich dir im Vorhinein bestimmt nicht erklären. Ich ertrage die Spannung nicht mehr. Lass uns anfangen. Los geht's. Eine Herausforderung von Lilia. Scharfax wird von Leiterin Lilia eingesetzt. Okay, kennen wir schon. Wissen wir, was wir machen sollen. Scharfax. Okay, was sollen wir tun? Ich glaube, Feuerattacken waren es. Oder? Wir versuchen es mal mit Nitro-Ladung. Der letzte Part ist schon ein bisschen her, seit ich den aufgenommen habe. Okay. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, was die Aktion war. Aber bestimmt eine Feuerattacke. Viel mehr gibt es ja hier nicht. Da wir kein Wasser-Pokémon haben. Und fehlt übrigens immer noch ein Teammitglied. Das letzte Teammitglied lässt noch auf sich warten. Wird wahrscheinlich und vermutlich das legendäre Pokémon Zekrom werden. Drachentanz. Okay, heißt tatsächlich Drachentanz. Da haben wir es herausgefunden. So, noch einmal Feuersäulen, dann haben wir es auch besiegt. Was? Hypertrank? Nein! Nein, wieso? Willst du dich nicht besiegen lassen oder was? So eine Schande. Aber auch. Dann muss ich wohl nochmal einen Brandstempel einsetzen, nachdem Scharfax Drachentanz eingesetzt hat. Brandstempel! Stempel es zu Tode! Zerdrück es! Mach es Matschepampe. Dampfwalze. Ich sagte Dampfwalze. Mann. Wie oft kann sich das wieder heilen? Ist doch blöd hier. Ist doch kacke, wenn das sich wieder heilt. Da dauert der Kampf hier ewig. Wenn ich den ganzen Park mitfüllen. Wenn ich den nochmal wiederhole, dann sowieso. Wenn ich verliere und nochmal von vorne anfangen muss. Da sowieso. Dann wird der Part noch länger. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Noch geht's dem Ben gut. Noch kann angreifen. Noch ist alles Paletti. Sieht alles Spitzenklasse aus. Naja, Spitzenklasse sah das gerade nicht aus. Das sah nicht sehr gut aus. Okay. Das sieht auch nicht sehr gut aus. Das sieht sogar sehr schlecht aus. Brandstempel. Hui, mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Drachenroute. Oh, Schande. Was? Was? Wie? Was? Hat der jetzt gerade mein Ben weggeschickt? Strauchler. Das war ein schwacher Versuch. Ich weiß, dass das nicht sehr viel bringen wird, aber den Versuch war es wert. Nachthieb. Okay. Ich setze nochmal Samenbomben ein. Ein bisschen was abziehen können wir ja. Nicht sehr effektiv. Zermürben. Okay. Das war's mit Lutz. Ich rufe Max in den Kampf. Damit er mal einen Hypertrank einsetzen kann auf Ben. Hilft eventuell ein bisschen. Und wir den wieder aufheilen können. Ja, aufheilen. Ihr habt's erfasst.
Supertank auf Ban. Ich bin mir nicht sicher, wie viel es bringt. Komplett oder nur ein bisschen aufgefrischt. Ich werde es jetzt mal gucken. So, komplett. Ist ein guter Hypertank. So, dann kann der liebe Max mal versuchen, mit Heilzahlungen etwas anzurichten. Ja. Okay, ja. War zu erwarten, dass das nicht so viel bringt. Max wurde besiegt. Nein, Max. Nicht mehr Max. Das gibt Rache. Jetzt kommt Ben und macht dich alle. Hoffentlich. Immer Nitro-Ladung, dann haben wir es. Dann haben wir das zweite Bogen auch besiegt. 2 von 3. Hui. Das wär's. Ach, das Shadrago war sogar weiblich. Uiuiui. Ben erhält einige EP-Punkte und dieser erreicht Level 33, hat wohl auch einige EP-Punkte abbekommen. In älteren Linie setzt als nächstes Maxax ein. Maxax? Okay, haben wir das schon mal gesehen, so ein Pokémon? Scheinbar noch nicht. Maxax kommt mir nicht bekannt vor. Doch, kommt mir bekannt vor, weil ich das schon mal früher durchgespielt habe. Aber hier in dieser Arena kommt es mir nicht bekannt vor. Habe ich es noch nie gesehen in diesem Spiel. Verlauf. Uha. Da bringt Brandstempel nicht mehr so viel. Sollten wir eventuell mal eine andere Attacke ausprobieren. Wie wäre es mit Dampfwalze? Könnte das was bringen? Ich weiß es nicht, ich habe Angst. Drachentanz. Na komm. Daran wird es jetzt nicht scheitern am letzten Pokémon. Dampfwalze. Na doch, es wird daran scheitern. Ich weiß es doch schon. Das ist ganz typisch Zwergi mal wieder. Schlitzer. Mit genau an diesem Pokémon scheitern. Genau in den letzten finalen Zügen. Es wird so knapp aussehen, so kurz vorm Ende. Und wir es dann nicht schaffen. Oder doch? Wir es schaffen. Ja, ich habe es geschafft. Ja, welch eine Überraschung. Ich habe den 8. Arena-Leiter besiegen. Ich habe den 8. Lohn. Wuhu! Beim ersten Versuch. Nice. Puh, wir haben uns so ins Zeug gelegt. Aber am Ende haben wir dann noch verloren. Zwergi gewinnt 1000, was? Jede Menge Geld. Und waren 10.000. Wow, unglaublich, der Wahnsinn. Ich bin echt froh, dass ich gegen einen so starken Trainer wie dich kämpfen konnte. Der Achtung, endlich sind sie alle vollständig. Da, der letzte. Huiuiuiui. Haben was geschafft. Zwergi erhält von Lilia den letzten Legendenorden. Den letzten Arena-Ohren. Du hast jetzt alle 8 Ohren. Bravo, bravissimo. Damit gehorchen dir nun ausnahmslos alle Pokémon. Hier, ich schenke dir diese TM. Zwergi erhält das Item TM 82 Drachenroute. Zwergi verstaut das TM 82 Drachenroute in der TM und VM-Tasche. Drachenroute fügt dem Pokémon nicht nur Schaden zu, sie katapultiert es auch zurück in den Pokéball seines Trainers. Sag mal, was macht Lauro denn deiner Meinung nach gerade? Ob er wirklich in die Pokémon-Liga geht und gegen diesen N kämpft? Kennst du die Pokémon-Liga? Nein, da war ich in diesem Spielstand noch nicht. Sie befindet sich ein Stück weiter hinter der Siegestraße am Ende der Route 10. Na, das war klar, dass sie hinter der Siegestraße liegt. Und was ich euch sagen kann, ist, dass die Siegestraße leicht ist. Zumindest verhältnismäßig. Und die Top 4 dann ein ganz harter Brocken wird. Also das wird, ja, sehr schwer. Hallo, und wie lief's bei Linia so? Ich bin eigens hergeeilt, um dir zu erklären, wie man das legendäre Zikrom wieder zum Leben erweckt. Ach, machen wir das jetzt noch vor der Siegestraße und vor der Top 4. Na, das wäre nice. Na, erklär's mir mal. Ich dachte, es sei besser, das persönlich zu tun, als es dir über den Visocaster mitzuteilen. Also um den Kern, also um zum Kern der Sache zu kommen, ich habe noch keine Ahnung. Okay. Schön, dass er extra den Weg aus der Anfangsstadt hergemacht hat und uns jetzt sagt, dass er keine Ahnung hat. Alles klar. Das Pokémon erwacht bestimmt, wenn es jemand anerkennt. Aber erstmal muss ich dir gratulieren. Du hast alle 8 Orden der Einer-Region errungen. Juhu!
Party, Party. Wollte Fete sagen und dann Party. Aus wurde Party. Das ist eine Pups-Party. Eine Party. Oh, der war schlecht. Du hast alle Ohren der Arena in der Einer-Region. Also, ach, sprechen ist heute nicht mehr so mein Ding. Wie stark du geworden bist. Dir ist ja das vielleicht gar nicht so bewusst, aber du bist nicht mehr der Trainer, der damals in Avantia verlassen hat. Also dann verrate ich dir mal, wohin der Trainer geht, der bereits alle Pokémon-Arenen gemeistert hat. Dort entlang. Folge mir einfach. Ich ziehe dich dorthin. Ich trecke dich einfach hinter mir her. Okay, da musst du durch. Überschreite das Tor dort und dann gelangst du auf Route 10. Hinter den Ordenskontrollen liegt die Siegelstraße. Und die führt dich schließlich zur Pokémon-Liga. Das erinnert mich daran, wie ich dich im Pokémon-Center von Gigavilana herumgeführt habe, Zwergi. Sag mal, bereust du es eigentlich, mit den Pokémon auf Reise gegangen zu sein? Nein, natürlich nicht. Achso, jetzt scheiße, ich hab ja geklickt. Naja. Verstehe, verstehe. Dann werde ich nicht weiter nachbohren. Jedenfalls hat es mich riesig gefreut von euch. Freut euch, eure Pokémon auswählen zu sehen. Das war einfach so eine schöne Begegnung zwischen Mensch und Pokémon. Ein Geschenk für dich, Zwergi. Meister Ball. Na, dann werden wir wohl bald auf Seacom treffen. Und wir jetzt schon den Meisterball erhalten. Das ist doch ein Zeichen. Der Ball der Bälle. Fängt er doch stets jedes Pokémon ein ausnahmslos. Es tut mir leid. Lass dich nicht nur auf diese Weise unterstützen, dass ich dich nur auf diese Weise unterstützen kann. Zwergi, was auch geschieht, die Pokémon sind mit dir. Immer. Bis dann. Bis dann, Professor. Mach's gut. So, was ich noch sagen wollte, das Let's Play ist ja nicht, das hatte ich fast schon vergessen, nach der Top 4 zu Ende, wie sonst immer die Pokémon-Spiele, da kommt dann der Abspann und dann ist es vorbei, dann wacht man wieder in Avantia, also in der Anfangsstadt auf und fertig. Kann man noch ein bisschen was rumtrölen, aber hier geht's wirklich weiter. Vielleicht schaue ich mal auf die Karte. Das ist nämlich noch, wie ihr seht, ein ganzer Weg nach der Top 4. Hier oben ist die Top 4. Und danach geht es hier noch über diese Brücke weiter bis zur nächsten Stadt. Da sind noch drei ganze Städte auf dem Weg und dann gelangt man dann hier wieder hier hin. Das ist halt noch ein ganz weiter Weg. Und hier haben wir dann hier, das sind irgendwie noch 10 oder 20 Parts bestimmt nach der Top 4. Ja, also hier ist noch nicht das Ende. Also ihr könnt euch noch auf ein paar weitere Städte freuen, die wir danach noch zu bewältigen haben. Also ich denke, das Pokémon Seacom wird dann auch hier irgendwo mal auftauchen. Vielleicht hier. Könnte es da auftauchen. Riesengrotte, okay, ja, das klingt schon gut. Mal sehen, was uns noch so erwartet nach der Top 4. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Müssen wir dann da hier hinten ins durch dieses Tor hier. Da gelangen wir dann weiter. Aber erstmal wollen wir da nicht lang, da wollen wir erstmal hier hoch zur Top 4. Wir wollen uns langsam mal Richtung Champ wagen. Aber erstmal heilen wir das Pokémon-Team. Und dann mal auf zur Siegesstraße. Ich denke, so ein bisschen die Route 10 können wir in diesem Part noch machen. Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich habe es über den Visucaster gehört. Auf Route 7 tobt ein schlimmes Unwetter. Und es soll kein natürliches Schauspiel sein. Irgendwie unheimlich, oder was? Na, ich will nicht auf Route 7, ich will jetzt erstmal auf Route 10. Hier sind wir jetzt auf Route 10 und ja, hier werden wir uns jetzt mal durchkämpfen. Und im nächsten Part geht es dann auf der Siegesstraße weiter. Das wird dann ganz fulminant. Was haben wir denn hier Schönes? Was? Ein Pokéball, der lebt. Ein wildes Tarnpignon. Na, toll. Na denn, fordern wir es heraus, das Tarnpignon. Ein Brandstempel. Stempel, hier ist zu Tode. Ich hätte auch einfach fliegen können, aber was soll es. Macht Spaß, ein Tarnpignon zu besiegen. Ein paar EP-Punkte. Hier auch, ein Hyperheiler. Okay, den anderen Pokémon holen wir nicht. Das ist garantiert ein Pokémon. So, die haben wir umgangen, okay.
Okay, den haben wir auch umgangen. Hui, Trainer umgehen. Naja, das ist mir jetzt nicht gelungen, aber was soll's. Ich bin der beste Trainer in dieser Gegend. Kannst du es mit mir aufnehmen? Auf jeden Fall. Ich nehme es mit dir glatt auf. 3 Pokébälle hat sie. 3 Pokémon darin. Dann her damit. Ach, Pflanzen-Pokémon. Dein Ernst. Pflanzen-Pokémon. Was willst du denn erreichen mit Pflanzen-Pokémon? Ein Dampfwald, okay. Ich hätte eigentlich eine Feuertaffe einsetzen sollen, aber versuch's mal so. Initiative von Makamamba. Wer ist die Makamamba? Ach, du Schande. Solche ulkigen Namen. Ein Brandstempel. Stempels. Batz. Verstempelt. Nun wurde besiegt. Nutz erhält 471 EP-Punkte. Level 430 Fließer. Regentanz, was willst du denn mit dem Regentanz? Vergiss es. Regentanz nicht erlernen. Schön, schön. Marmolida. Ach du Schande, diese Namen, die sind so, ich habe keine Worte dafür. Oh, Fischi. Scheint vom Typ Wasser zu sein. Wieso hat die Pflanzen- und Wasser-Pokémon in einem Themenlager? Gut, ich hab auch Wasser und, Quatsch, Wasser habe ich nicht, aber Feuer und Pflanzen-Pokémon in einem Team. Ja, war auch klar, dass das nicht so viel bringt. Scheiße. Wasser-Pokémon setzt Wasserattacke ein. Taucher. Eie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 
Das ist nice. Level 50 für Ben. Was, Level 50 schon? Ach du Scheiße. Kopfstoß. Na, aber gerne doch. Nehmen wir lieber nicht, lassen wir mal. Bringt nicht viel. Kopfstoß nicht erlernt. Ich lasse mal lieber die Attacken so, die sind schon zu gut. Dampfwalze würde ich nicht. Oh, und weiter geht's noch nicht. Ich gehe mal schnell zurück, weil ich weiß, was da kommt. Ich lasse mal erstmal meinen Pucken. Weiter kann's gehen. So, hier nochmal dran vorbeischleichen. Was, noch ein Pokémon? Ein wildes Geronimax. Geronimax. Das hat einen lustigen Namen. Geronimax. Sich fangen. Geronimax. So, und jetzt ab auf die Brücke. Puh! Was passiert jetzt da? Scheren kommen von hinten. Was? Das hätte ich ja gar nicht erwartet. Zwergi, halt! Was will er von uns? Lysander und Professor Escher haben mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Pokémon-Liga bist. Ist das wahr? Nö, ich spaziere hier nur im Wald herum. Du musst es gar nicht vor mir verheimlichen. Ich weiß doch, dass du im schlimmsten Fall gegen den Boss von Team Plasma kämpfen wirst. Und deshalb vergewissere ich mich jetzt, wie stark du momentan wirklich bist und kämpfe gegen dich. Was für eine Überraschung. Oh mein Gott. Da war ich ja gar nicht drauf gefasst. Plötzlich. Herausforderung von Scheren. Fasanop wird eingesetzt. Heute gibt's Fasan zum Mittagessen. Schön gebrutzelt. Von Ben. So, einmal Nitro-Ladung einsetzen. Was verhöhnst du mich hier? Verhöhnst du mich hier einfach? So ein blöder Fasan hier. Verhöhnt hier meinen Ben? Gibt's nicht. Mach Grillsteak aus dir. Fasan-Nob-Steak. So ein schöner Fasan-Braten. Zum Feste. Ein Bratstempel. Zack. So haben wir dich gegrillt. So, das nächste bitte. Level 40 für Lutz. Das ist doch schön. Wenn Lutz auch mal dran ist mit einigen Attacken. 1, 2 und schwupp. Biss vergessen und Bärenkräfte erlernt. Ist zwar kein Bär, aber was soll's. Atmurai. Ich kämpfe natürlich weiter. Ist zwar ein Wasser-Pokémon, aber ich habe ja auch eine Nicht-Wasser-Attacke. Vielleicht bringt dir was. Dampfwalze. Vielleicht wirkt dir in diesem Kampf. Okay, ja. Eher nicht so eine gute Idee. Aber erst Level 45 und ich Level 50. Vorteil für mich. Okay, die Wasserattacke, die bringt es trotzdem ziemlich extrem. Und er kann sich selbst heilen. Alter. Nochmal Dampfwalze, bevor du abgehst. Nein, nicht. Uha. Zum Glück ist Lutz ja gerade Level 40 geworden. Vielleicht ist er ja kampffähig. Und dann mal her mit ihm. Los, Lutz. Du bist ein Pflanzen-Pokémon. Du kriegst es hin. Ach, übrigens, den haben wir ja noch gar nicht entwickelt. Wir brauchen dazu einen Blattstein. Vielleicht haben wir den ja noch irgendwo. Dann können wir den Lutz mal endlich entwickeln, damit er ein bisschen episch aussieht und so kindlich. Ja. Naja, würde nicht zu ihm passen. Er ist einfach kindlich auch im Kampf. Du musst, Stauchler. Du schaffst es, Lutz. Komm schon. Nice. Hat Morey besiegt. Machen wir mal direkt nach diesem Kampf. So, Grill Cheetah, da wechsle ich natürlich, wenn es unbedingt sein muss. Los, Lisa! Ich weiß nicht, wie kann Lisa da irgendwas machen kann, aber gut, wir versuchen es. Glückstrahl, okay, ja, das ist ganz gut. Und wenn sie nicht vorher besiegt wird, Glückstrahl, zack, zack, das dürfte sehr schädlich sein für ihn. Was? Okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so schwach ist. Ich
Schummer Ben wieder in den Kampf mit einem Bleber. Funkenflug. Eieiei. Was ist denn das für eine Attacke? Nisa wurde besiegt. Los, Max, du musst ein bisschen was einstecken. Du musst mal ein bisschen aushalten, bis ich einen Trank eingesetzt habe für Ben. Und vielleicht könnte er auch irgendwas anrichten in diesem Kampf. Aber erstmal wird Zwergis Ben aufgeheilt. Also mein Ben natürlich. Uha! Nee, der kann nichts anrichten hier. Uha, das ging sehr schnell. So, Feuer-Pokémon, die Feuer-Pokémon, was das bringen soll, weiß auch noch nicht, aber vielleicht wird es ja was. Sein vorletztes Pokémon. Versuch's mal mit Dampfwalze. Silberblick. Silberblick sitzt dahin. Dein Ernst. Dampfwalze. Hui. Niedergemacht. So, das letzte bitte. Das letzte Pokémon. Kleopatra. Naja, das ist nicht unsere Sorge. Kleopatra, das kriegen wir hin. Da haben wir schon etliche bei Team Plasma besiegt. Das wird nicht unser Problem. Einmal Brandstempel. Sollte doch gehen. Schlitzer. Oha, erstaunlich viel. Und das ist ein starkes Kleopatra. Das war's wohl. Nutz erhält einige EP-Punkte und Nutz erreicht Level 41. Perfekt. Danke, du hast mich wirklich beeindruckt. Zwergi gewinnt jede Menge Geld. Kampf gegen Scheren hervor. Hut ab! Du hast's echt drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich doch schnell dafür sorgen, dass dein Pokémon-Team wieder fit ist. Scheren hat das Pokémon-Team von Zwergi geheilt. Ich befürchte, ich kann dir momentan nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich, Zwergi. So kann ich dir im Kampf gegen N nicht behilflich sein. Zwergi, ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein, aber zumindest habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Zwergi hält Top-Beleber. Oh, das kann ich gebrauchen. Gegen Top 4 oder gegen N. Was auch mal als erstes kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Witzig, wie kannst du nur ausgerechnet jetzt so etwas sagen? Ganz einfach, Scheren. Manchmal muss man das Leben eben von der heiteren Seite betrachten. Es bringt nichts, immer nur mit ernster Miene herumzulaufen. Seit unserer Begegnung mit den Pokémon haben wir weitere Strecken gemeinsam zurückgelegt und dennoch viele unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns ziemlich geprägt, aber auch verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns unsere Wünsche und jedem von uns stehen andere Möglichkeiten offen, nicht wahr? Ich habe auf dieser Reise jedenfalls viel dazugelernt. Also ich bin glücklich und zufrieden. Da ist was dran. Und klar, jeder von uns sollte seine eigenen Talente haben. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Jeder Mensch hat andere Ideale und ein anderes Weltbild. Aber dennoch ist es ja wohl ganz normal, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer Seite an Seite leben sollten. Zwergi, falls Lauro dir einmal dieses irgendwas passieren sollte, falls Lauro was passieren sollte, möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein zu helfen. Dafür trainiere ich und dafür möchte ich stark werden. Mach mir so lang alles, also keine Dummheiten, hörst du? Ich habe so das Gefühl, dass wir auf den nochmal treffen werden, dass wir gegen den nochmal kämpfen müssen, bevor das Ende kommt. Und weg ist er. Zwergi, ich möchte auch meinen Teil dazu beitragen. Also, in einer solchen Moment irgendwelche schlauen und denkwürdigen Wörter einfallen würden. Mal sehen, geben wir einfach alle unser Bestes. Ja, und ich gehe einfach mal weiter. Okay, sie will bestimmt gegen uns kämpfen. Ich aber nicht. Oha, er will gegen uns kämpfen. Oha. Ich habe schon viele Trainer gesehen. Du hast dieses gewisses Etwas, das ich sonst nur bei einem starken Trainer spüre. Ich werde jetzt nicht gegen dich kämpfen. Nö. Schneid ihn einfach raus. Was? Nanu? Nisa entwickelt sich. Was? Wozu entwickelt sie sich denn? Wo soll die sich denn entwickeln? Hä? Habe ich ja noch nie gesehen. Wie ist denn die Weiterentwicklung von dem?
Ach so, das habe ich mal gesehen. Okay. Die Grundsteinlisa wurde zu einem Swarones. Nice. Rausgeschnitten. Was soll's. Ja, nicht in den nächsten Kampf reinlaufen. So, das sieht ja schon sehr nach Odins Kontrolle aus. Odins Kontrolltore. Okay, ich würde mal sagen, da gehen wir dann in den nächsten Part rein. Ich beende diesen Part dann gleich an dieser Stelle. Ja, mit diesem Bild, das ist doch ein wunderschönes Bild zur Beendigung dieses Parts. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben, dieser Part. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid, auf meiner Kanalseite. Und ja, kein weiteres Video mehr, damit ihr den Zwergfürst verpassen wollt. Habt noch einen angenehm frostigen Tag, gehabt euch wohl und ja, haut drinnen. Bis zum nächsten Video mit dem Zwergenfürst.